Und als ich gerade eben Escape gedrückt habe, ist das Spiel abgestürzt mit einem UE4-Crash-Error-Gedönse. Also von daher, ja. Alles etwas merkwürdig hier. Ich habe zwar noch ein zweites Spiel vorbereitet, aber mir macht das Spiel gerade so viel Spaß, dass ich gerne einfach weiterspielen möchte. Ihr müsst dann einfach sagen, wenn ihr noch das zweite Spiel sehen wollt. Der Stream geht jetzt noch ungefähr so bis, keine Ahnung, 22:45, 22:30 rum. Also einfach Bescheid sagen. Ansonsten spielen wir das Spiel jetzt heute durch, bis zum Ende des Streams. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ist ein bisschen buggy noch tatsächlich, aber man darf nicht vergessen, es ist, glaube ich, noch ein Early Access Spiel. Ach, guck mal, da hinten sieht man es schon. Aber das sieht auch, also ich finde das, guckt euch das an, das sieht doch geil aus, ey. Das sieht schon schön aus, das Spiel. Das muss man sagen. Noch ein bisschen buggy, aber naja, gut. So ist das halt im Early Access. So, 01. Doch ein Riesending, ne? Dieses Lagerhaus da hinten mit so einer Leiter da hoch und so. Echt riesig. Aber das andere wäre halt wirklich nur wieder ein kleines Indie-Game. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da wahrscheinlich wieder nur eine Folge gespielt oder so. So, gucken wir mal, ob wir das... Vehicle not in Garage. Ja, geil. Nein! Muss ich mich jetzt etwa umbringen, damit ich das Vehikel wieder in die Garage kriege? Und dann buggt das Spiel wieder bis zum Ende? So, ein Scheiß. Ja, da müssen wir jetzt irgendwie 50.000 von diesen Credits kriegen. Okay. Okay. Mich irritiert das immer, dass das aufploppt, aber das scheint einfach grundsätzlich so zu sein. Guck mal, wir haben gerade mal 24.000, wir brauchen aber 50.000. Wie können wir denn... Hier ist unser Suit. Wie können wir denn verkaufen? Not active. Crafting Station. Trade Post. Gerade eben habe ich doch hier drüber auf Sell klicken können und dann konnte ich doch Dinge verkaufen. Oder bin ich jetzt bescheuert? Hm. Ich habe das Gefühl, wir haben ein kleines Problem. Ich kann mich mal umbringen. Also ich speichere mal. Ich bringe mich jetzt einfach mal um. Gucken, ob das hilft. Wir wissen ja jetzt, wie wir Missionen annehmen können. Dementsprechend, vielleicht hilft uns das ja, uns umzubringen. Weil gerade eben war ja dann das Auto in der Garage. Das wäre jetzt so mein letzter Ausweg, tatsächlich. Ich gehe jetzt einfach mal auf so einen Geysir und guck mal, was passiert. Yay, radioaktive Zone haben wir auch. Und jetzt hier drauf. Bumm. Inside Level 3 Geysir. Macht gar nicht so viel Schaden, tatsächlich. Ich würde ja gerne noch weiter gucken, aber bin so müde. Bin schon seit 6 Uhr auf. Ja, dann vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht sehen wir uns dann am Mittwoch im nächsten Stream. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Und ja, viel Spaß. Und eine schöne Woche, einen schönen Start in deine Woche.
So, wie sieht das denn jetzt hier aus? Trade Post, get some air. So, wir machen einfach die Mission. Ich denke mal, man muss dann alle Missionen neu machen. Aber unser Fahrzeug ist in der Garage. Immerhin. Es ist aber noch nicht modifiziert. Okay. Das heißt, das war bis hierhin dann Tutorial. Und das hier muss man dann neu machen, im Prinzip. Okay. Ja, dankeschön. Den werde ich wahrscheinlich nicht haben, weil bei uns ist am Wochenende Produktionseinsatz gewesen und ich muss morgen die Betreuung dafür übernehmen, dass auch alles gut geht. Ich bin gespannt. Ab 6.45 Uhr muss ich auf Bereitschaft immer da sein und auch schnell Lösungen parat haben. Ich bin gespannt, wie das bei mir aussieht. Aber von nix kommt nix, würde ich mal sagen. So, unser Vehikel ist leer, wir sind leer, aber dafür können wir jetzt ordentlich Zeug sammeln. Haben wir natürlich schon gemacht, aber wir versuchen es jetzt einfach nochmal. La 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 la. So, jetzt gehen wir hier oben auf unsere Ader. Tada! Jo, jetzt wissen wir, wie das funktioniert hier. Zack! Einmal drauf. Und. Hallo? So. Einmal abbauen, bitte. Boah, ich finde, das Spiel macht so Spaß. Ohne Spaß. Ohne Spaß, das Spiel macht Spaß. Also nochmal vielen Dank an die Entwickler, mir das hier zu geben. Das ist echt cool. Seems legit. Hallo Defider, einen schönen guten Abend. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das freut mich. So, Zink und Kupfer brauchen wir noch. Also, ich kann das gerne nochmal im Stream sagen. Es wurde schon ein paar Mal genannt und die Leute, die natürlich seit Anfang an dabei sind, wissen das auch. Aber es kann ja immer wieder sein, dass neue Leute dazukommen. Es gibt wieder etwas für die Yabu-Coins zu gewinnen. Wenn ihr 50 Yabu-Coins habt, könnt ihr euch eine Glückszahl aussuchen. Mit Ausrufezeichen Glückszahl könnt ihr diese selbst benennen. Und am Ende des Streams könnt ihr damit dann eventuell ein Spiel gewinnen. Also, mitmachen lohnt sich, denn es ist für euch komplett kostenlos. Ihr braucht eben nur 50 Yabu-Coins. Das war's schon. Ansonsten auf Twitter auch gerne mal ein Follow da lassen. Dann kriegt ihr alles mit. Wieso ist das denn jetzt schon wieder voll, das Ding? Zink, Aluminium, Kupfer. 20, 15, 18. Welche Zahlen stimmen denn jetzt davon? Ah, okay, warte. 10 Stück wiegen 20. 5 Stück wie. Ein Geist. Habt ihr den Geist reinkommen sehen? 9 Stück. 18. Nee, man sieht dich da nicht. Okay. 9 Stück wiegen 18 und 3 Stück wiegen 6. Okay. Das bedeutet, wir müssen jetzt schon wieder zurück. Gestern probiert ihr zu followen und es ging nicht. Oh. Musst du einfach nur auf Follow drücken. Dann geht das auch. Ansonsten frag mal den Yaugi, wie das funktioniert. Der kann dir das bestimmt erklären. Werden die Nummern 1 bis 100 nach jedem Stream neu generiert oder sollte man sich auch selber aufschreiben, welche Nummer man gewählt hat? Also die Nummern gelten jetzt nur für heute. Das heißt, im Prinzip wird es wieder auf 0 gesetzt, wenn du das nächste Mal, wenn ich das nächste Mal streame.
Das heißt, man muss halt jedes Mal wieder die Chance nutzen oder eben nicht. So, wir brauchen einen Auto-Generator. Den setze ich diesmal so ein bisschen anders. Machen wir es mal da. Oder hier. Was hier? Achso, die Wires brauche ich ja noch nicht. Okay. So. Dann fahren wir mal kurz rüber und bringen das dahin. Ich warte auf die Botmatch-Stitch und klicke auf den Link. Das kann man natürlich auch machen. So, wir brauchen Zink. Transfer. Wir brauchen Kupfer. Wir brauchen Iron. So, ach, ich hätte ja auch hier unten drauf drücken können. Und dann packen wir den Rest mal ins Habitat. So. Und so. Und dann gehen wir wieder sammeln. Wenn es dann nicht klappt, reinstalliere ich mit Twitter. Ja, das ist, ist natürlich komisch. Also normalerweise sollte das eigentlich funktionieren. Aber klar, du kannst gleich einfach auf den Link. Ich kann den auch kurz. Moment. Machen es anders. Hier. Bitteschön. So. Einmal der Link für dich. Wir graben jetzt noch mal kurz nach den Ressourcen. Wir brauchen noch 2 Kupfer. Diesmal schließen wir die Quest mit 100% ab. Das lasse ich mir nicht nehmen. Anscheinend darf man nicht ins Habitat zurückkehren, bevor man nicht die Quest einfach hundertprozentig abgeschlossen hat. Na komm, jetzt bau schon ab. So, da haben wir ein Kupfer gekriegt, jetzt fehlt noch eins. Drei Aluminium. What the fuck? Ah, da ist es. Ich wollte gerade sagen, wieso darf ich nicht weitermachen? Ich sammle noch ein bisschen kurz. So, jetzt müssen wir die Sachen in den 3D-Printer packen. So, nice, jetzt hat geklappt. Super. Boah, ich fahre gerade schon wieder in die Schlucht des Todes. Gleich werde ich mir erstmal die Route markieren, bevor ich sie langfahre. Denn ich habe tatsächlich keine Lust, wieder stecken zu bleiben mit dem Gefährt. Boah, zwuckel, zwuckel. Was geht denn hier gerade ab, ey? Ich frage mich sowieso, warum wir mit so einem Fahrzeug fahren und nicht mit eins, was Ketten hat, weil Ketten doch eigentlich viel besser sind auf sowas. Aber gut. So, wir bringen jetzt eben das Kupfer weg. Ich glaube, wir fahren dafür einmal kurz durch die Garage, oder? Das macht Sinn. Einmal kurz in die Garage. So. Auftanken und weiter geht's. Der 3D-Drucker wird bestückt. Zack. Now available small O2 Kanister. So, get some air completed. Worum geht's eigentlich in dem Spiel? Bisher habe ich nur das R2-D2 Geräusch von deinem Abbauteil gehört. Du bist auf dem Mars und musst jetzt hier eine Kolonie gründen im Prinzip. So, get some air completed. So, da kriegen wir unsere 10.000 Credits. Also du bist halt im Prinzip auf dem Mars und versuchst dich hier durch diese Survival-mäßig durchzukämpfen. Durch diese ganzen Problemchen. So kann ich das jetzt hier nicht mit verknüpfen. Ah, so geht's. Okay. Okay, so, wir haben jetzt 700 von 840 Energie verbraucht, weil wir das hier noch nicht connected haben, warum auch immer. Die Verbindung hat sich auch wieder gelöst. So, jetzt haben wir 700 von 2400 Kunden, okay. Genau, ist ein bisschen Aufbaustrategie mit dabei, hast du recht, Yaugi. Man baut halt